Jawohl, da sind sie. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, endlich geht's hier weiter auf dem Kanal. Das wird auch allerhöchste Zeit. Ihr habt's ja mitgekriegt. In der Vergangenheit war einiges los. Corona, meine OP, der Hausbau. Aber das Haus ist jetzt fertig gebaut und endlich finde ich wieder mehr Zeit für die Videos und komme dazu, alles, was sich da auf meiner Festplatte gestapelt hat, zu verarbeiten. Das Video, was ihr hier gleich sehen werdet, ist schon eine ganze Weile her. Das ist quasi unmittelbar vor Corona aufgenommen worden. Ja, also, mehr will ich gar nicht sagen. Viel Spaß mit unserem Österreich-Abenteuer. Also nicht wundern, wenn ihr gleich wieder mitten im Schnee landet. Das nächste Abenteuer beginnt. Wir sind hier gerade eben erst im Zillertal angekommen. Bestes Wetter, so gut, dass ich es kaum schaffe, die Augen offen zu halten. Es blendet wirklich. Ja. Das Wetter für die nächsten Tage ist recht durchwachsen angekündigt. Deswegen wollen wir mal nicht zu viele Versprechen machen, was alles so laufen wird. Aber wir hoffen auf viele Abenteuer. Nicht nur mit dem Board unterwegs, mit Ski, mit dem Enzo vielleicht mal die Ziehwege runterdonnern oder mit dem Speedwing irgendwo hier langpfeffern. Ich habe auch noch einen neuen Schirm dabei, den ich gerne testen würde. Und eventuell haben wir die eine oder andere schöne Challenge uns ausgedacht. Wahrscheinlich ist das Programm viel mehr, als dass wir das hier in diesem einen Urlaub unterbringen können. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Oh, und jetzt muss ich erstmal die Brille aufsetzen, sonst glühen mir die Pupillen weg. Ja, das war schon mal ein richtig guter Einstieg bisher. Jetzt haben wir gerade eben schnell auf Ski-Ausrüstung umgerüstet, zumindest ich. Und für einen richtig gelungenen ersten Tag kann ich es mir nicht nehmen lassen und will unbedingt noch mal in die Luft. Und dann nehme ich den Abco F1. Aufi, aufi! Aufi, aufi! Guck mal, ein Herz! Ja, was hat das denn gemacht? Hast du das? Nein. So romantisch ist er auch nicht, damit ich das mal will. So, okay. Nahezu Nullwind, hin und wieder hat ganz leicht der Bergwind eingesetzt. A-Ebene, da habe ich das. Und da ist die A-Ebene. Ja dann, 3, 2, 1, lass knacken. Jawoll! Geil! Easy peasy, wir sehen uns später! Ja! Boah, krass! Ist das jetzt schon eine Fluggeschwindigkeit, ey? Und das mit geschlossenen Trimmern. Ich habe leider noch keinen Satelliten empfangen. Doch, jetzt geht's los. 61 km/h, 62 und die Trimmer sind noch nicht mal voll geöffnet. Woo! Alter Schwede! Guck mal, wie so ein bisschen die Charakteristik vom Schirm ist. Oh, ist der agil. Geil. Heftig hat er eine Fluggeschwindigkeit. Ich mache den Trimmer noch mal ein bisschen weiter zu. Ja, Gleitzahl von 5. 5,5, 5,9, 7,3, 8,4. Da bin ich natürlich sonst anderes gewohnt. So, Augen aufhalten nach Stromleitung und flachem Gelände, wo mein Gleitwinkel nicht ausreicht.
56 km/h mit den Trimmern relativ neutral. Man sieht das hier. Ja, fühlt sich echt an wie ein Speedschirm. Wie gesagt, das ist der erste richtige Flug mit dem Ding. Und da will ich mich jetzt noch nicht ganz so nah ans Gelände trauen. Vor allem nicht, wenn ich eventuell irgendwo Flachstücke habe, wo es sein kann, dass ich nicht wieder rauskomme. Okay, ich dachte eigentlich, dass ich deutlich mehr Höhe habe, um richtig Wingover zu üben. Aber so richtig Wohlfühlhöhe ist das nicht, also können wir nicht so richtig übertreiben. Da unten ist die leider nicht ganz so zugeschneite Landewiese. Boah, ist der schnell. Das ist echt verrückt. Das Vario hat ja Töne von sich gegeben hier. Okay. Geil. Übrigens habe ich zum Abco F1 noch mal ein extra Video gemacht. Das ist ja eigentlich ein Motorschirm, deswegen habe ich den natürlich auch noch mal am Motor geflogen und ihn mal so richtig auf Herz und Nieren getestet. Und auf das Video könnt ihr euch auf jeden Fall schon freuen, da fehlt nur noch der Feinschliff und dann kommt das hier sehr bald auf dem Kanal. Wunderschönen guten Morgen. Gerade wach geworden, jetzt geht's erstmal zum Frühstück und dann schauen wir mal, was heute so für schöne Abenteuer auf uns warten. Ich trau dir ganz viele Sachen. Echt nicht? Anni ist misstrauisch. Mein Wort ist unheilig. Oh. Hat noch gehalten. Hängt noch außen dran. Erzähl mal, von wem ist dein Board? Von Sean Palmer. Den kennt doch jeder, oder nicht? Das ist der ultra krasseste, coolste Typ der Welt. Als sie mir das erzählt hat, habe ich gesagt, hä, Sean Paul, der macht doch Musik. Nein, also Sean Palmer. Ja, echt krasser echt Typ. Ein cooler Typ. Ja, auf jeden Fall. Cool, Brille malen. Danke, Anni. Von wem hast du die? Ja, die Brille hat mir die Anni mal zum Geburtstag geschenkt. Oder zu Weihnachten? Zu Weihnachten. Zu Weihnachten, ja. Auf jeden Fall ein richtig geiles Geschenk. Kurz die Schenkel entspannen oder was? Ja, genau. Oh, wenn man diese ganz langen Pisten fährt, dann kommen die Schenkel richtig ins Glühen. Zumindest für uns Hobbysportler, die nur einmal im Jahr auf dem Brett stehen. Alter, war das eine Lawine, ey. Ey, ich hab dich gar nicht mehr gesehen, ne? Ich dich auch nicht. Ich musste voll abbremsen. Auf jeden Fall habe ich alles abgekriegt. Mein Gesicht ist so eingefroren jetzt gerade.
Ja, der zweite Tag neigt sich langsam dem Ende entgegen. Und heute ist die Anni auch mit am Start und die sagte, sie hat Lust, noch einen kleinen Abgleiter zu machen. Ja, jetzt legen wir hier alles aus, machen uns startklar und hoffen, dass der Wind, der noch leicht zu spüren ist, noch bleibt, dass wir hier gut in die Luft kommen. Oh oh, schläft immer weiter ein, ne? Scheiße. Ja, wenn der Start nicht klappt, boah, dann stehe ich hier. Boah, voll der dicke Eisklotz zwischen deinen Leinen gewesen. Auf den Vorwärtsstart unter solchen Bedingungen habe ich gar keinen Bock eigentlich. Oh Mann, ey. So. Oh fuck, da kommt Bergwind. Oh ey, das soll ja was geben. Scheiß Dreck, ey. Dann starte ich jetzt, ne? Warte, bis du Nullwind hast. Ja, gerade ist ein bisschen ruhiger, glaube ich. Probier's mal. Vollgas, ja. Vollgas, ja. Ja, doch, doch, doch. Gas, 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 Gas. Scheiß, okay. Das ist voller Scheiß. Ich kann hier nicht laufen. Liegt meiner Meinung nach sehr gut jetzt. Nur, dass echt der Bergwind einsetzt. Ey, wir kommen hier heute runter. Wir werden das schaffen. Ist alles frei. Dann starte ich jetzt. Ja. Perfekt, Anni. Richtig geil, ich bin so neidisch. Ich befürchte, bei mir wird es nicht so einfach. Er wollte eigentlich gleichzeitig in die Luft. Daraus wird nichts. Ich bin froh, wenn ich überhaupt noch in die Luft komme. Okay. Das kann eigentlich nur vorwärts klappen. Schauen wir mal. Puh, bitte drück mir die Daumen, dass das klappt. Ja, nein, so kommt. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Oh, es hat geklappt. Es hat geklappt. Oh, wie geil. Der erste Versuch. Ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet. Oh, hier bei Seppis Hütte wird noch ordentlich gefeiert. Wie geil ist das denn? Und die Insta ist auch noch an. Wo ist denn die Anni? Die sehe ich gerade gar nicht. Jawohl! Das sah richtig geil aus bei dir gerade. Oh, ist das nice. So ein schöner Abendflug. Alter! Sorry! Oh.
There's dirt on my hands. Übelster Tiefschnee hier, ey. Kann man gar nicht laufen. Ich hab mir auch gedacht, ich schaff's eh nicht im Tiefschnee zu laufen. Ich mach eine schöne Po-Bremse. Hat auch eine gute gegeben. 10 Meter bestimmt. Das hat Spaß gemacht. Schnee rauskloppen. Bremsen verstauen, Schirm zusammennehmen, einpacken, fertig. So, Feierabend. Entschuldigung, kleines Gimbel. Es geht dir gut. Ich bin noch fertig. Das sieht gut aus, wie du an deinen Brüsten spielst. Film drauf. Ja, mach ich. Ich krieg das hier nicht. Soll ich dir helfen? Ja. Ist fest. Ist gar nicht. Au. Nicht gut? Ich hab zwischendurch an mir rumgefummelt. Ist doch scheißegal. An ihr rumfummeln ist immer gut. One take, fertig. Alles im Kasten. Soll ich aufmachen? Jo.